Ich heisse Sebi Diener, ich bin 27 und ich bin eigentlich hier im Kontrabass-Shop hauptsächlich am Schreinerarbeiten machen, also Griffbrett ausrichten und Hals schleifen jetzt vor allem. Und dazu gebe ich noch Unterricht. Griffbrett ist eigentlich das Wichtigste für den Spielkomfort, oder? Das hat ja auf die ganze Länge eine gewisse Wölbung drin. Wenn es zu viel ist, dann ist es zu streng zum Drücken und wenn es zu wenig ist, dann kann die Seite eigentlich aufklirren und das gibt das als Nebengeräusch. Darum ist das eigentlich so wichtig, das ist ja zum Spielen eine der wichtigsten Sachen am Pass. Ja. Ich habe das jetzt fertig ausgerichtet und geschliffen und jetzt tue ich das eigentlich noch mit Naturöl, tue mir das ölen, dass es eigentlich schon gut ist zum Anlängen und schön zum Spielen. Hast du den Bogen schon gespannt und dann hast du probieren, ob er gut zieht. Oh, das sieht echt gut. Dann ist jetzt immer da. Eigentlich in der zweieinhalbsten Lage sind wir jetzt unterwegs, oder? Das heisst, zwischen dem blauen und dem grünen Punkt, wie dem Zeigefinger, ist ja hier ein tiefer Ass. Da fischt man ein bisschen ab meinen Finger, genau. Genau. Der Bass ist nicht ausgestorben. Es ist wirklich ein Instrument, das Zukunft hat. Und das macht ein Sebi Diener bei uns die Stunde. Und dem Kilian gefällt es so sinnig okay. Da, ja. Du kannst es entweder so machen. Das hast du probiert, nur mit dem kleinen Finger. Hier? Ja. Wechseln, genau. Tiefen ist alles. Und der Schluss weiss ich schon wie. Schluss weiss schon wie. Du kannst eins B, S. Und nachher kannst du eigentlich in Schluss rein. Unten auf B anfangen, genau. Genau. Ich heiße Kilian Moser Hermandels Hitz. Ich bin 8 und das ist ein Bassgeige. Der Unterschied von einem Kinderbass ist eigentlich nur, dass die Grösse anders ist. Man hat gleich viele Töne drauf und die Mensur ist einfach kürzer. Früher haben wir einfach gesagt, irgendwie ist man auf einem Schemmeli angestanden und wir haben einen grossen Bass gelernt. Aber die Schemmeli allein nützt eben nichts, weil die haben mit den kleinen Fingern die Töne nicht greifen. Parat. 2, 3. Das Schönste am Bass ist eigentlich, dass man eigentlich das Fundament der Musik ist und eigentlich den Rhythmus gibt und ohne Bass tönt es einfach nur halb so gut, die Musik, darum mache ich das auch so gerne. Probieren wir es noch eins. Gut, parat. 2, 3. Der Diener Sebi, der hier arbeitet, der ist bei der Tänzig und die haben jetzt gerade eine CD frisch gemacht und ein riesiger Erfolg. Sie haben es auch auf dem Stil Ilgauer. Ja, also einfach urchige Musik, mir gefällt das.